Aber speziell im Import- und Exportbereich im internationalen Fernverkehr hat sich die Situation wirklich drastisch nach unten entwickelt. Die Auftragsrückgänge waren bis zu 30-40% zu vermerken. Es ist den Unternehmen leider Gottes nichts anderes übergeblieben, wie teilweise Fahrzeuge abzustellen, Arbeitsnehmer freizustellen. Wir haben die Entlastungen gefordert. Es ist leider Gottes seitens der Politik nichts gekommen. Dann ist das nahtlos eigentlich übergegangen in den Herbst, wo sich die ersten Anzeichen der Weltwirtschaftskrise bemerkbar gemacht haben. Und wir als einer der ersten in der Wirtschaft die Leidtragenden waren, weil die Transporte sofort massiv eingebrochen sind. Wir fordern eine Unterstützung des österreichischen Unternehmers. Wir wollen den österreichischen Standort sichern. Wir wollen den Unternehmer in Österreich halten. Es ist zwar derzeit im internationalen Verkehr etwas Licht am Horizont zu erkennen. Von völliger Normalisierung ist noch überhaupt nicht zu sprechen, aber es ist eine ganz leichte Entspannung da. Das Image des LKWs ist leider Gottes für den Otto-Normalverbraucher, es wird nur negativ gesehen, wenn man sagt, okay, sind Sie sich dessen bewusst, wie eigentlich Ihr Mineralwasser daherkommt, wie Ihre Topfenkolatschen und Ihr Schinkenbrot daherkommt, dessen ist sich keiner bewusst, weil das ist leider Gottes für jeden eine Selbstverständlichkeit. Es wird zuerst einmal eine Information aller Mitglieder geben. Die Mitglieder werden mit Hilfe eines Briefes informiert, wo dann die wesentlichsten Kampagnenelemente drinnen sind. Das zweite Element sind Fernsehspots. Im Sinne eines Störers hängen wir uns an einen bestimmten Werbeblock an. Sie können das gleich einmal hier sehen. Wir bringen, was diese Unternehmen täglich brauchen. LKW, Friends on the Road. Die nächste Maßnahme sind Rolling Boards. Und zwar sind das zeitlich gesteuerte Rolling Boards, wo wir anhand von drei konkreten Beispielen zeigen wollen, wofür der LKW verantwortlich ist. Mit dem heutigen Tag starten Fernsehen und Rundfunk. In dieser Woche kommt noch das Mitgliedermailing hinaus und die Rolling Boards sind seit 18. November bereits aktiv. Es gibt auch ab heute eine eigene Aktionswebsite. Dort wollen wir die wesentlichen Elemente der Kampagne darstellen. Das wird immer wieder aktualisiert mit aktuellen Bildberichten, mit aktuellen Fotoberichten, Videoberichterstattung und ähnlichen Dingen mehr.